Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Channel von Mr. Fless von Mr. Fless Design. Heute gibt es wieder eine weitere Folge in der Serie. Wir bauen eine Showvitrine für Mr. Fless Design, für den Brettspielraum Medienwerkstatt, Ideenwerkstatt von Mr. Fless Design. Ja, letzten beiden Folgen, da ging es ja erste Folge Planung, zweite Folge die so gesehen Vorarbeiten für die langen, dicken Balken. Hier liegen mal zwei von denen, Balken 3, Balken 4. Die anderen Balken, die sind nämlich schon in Position, das gucken wir uns gleich mal an. Aber bevor wir so gesehen mit den Balken weitermachen, gucken wir nochmal, wo wir letzte Folge mit aufgehört haben. Und zwar mit dem Schließmechanismus für die späteren Plexiglasscheiben, für die Verglasung der einzelnen Fächer. Und ich will ohne Scharniere arbeiten, ohne irgendwelche großartig sichtbaren Öffnungsmechanismen, und da habe ich mal geguckt, wie kriege ich das am besten hin. Ich habe es ja hier einmal, das hatte ich euch ja letzte Folge schon gezeigt, das ist jetzt hier die Scheibe, die Musterscheibe einmal fest eingebaut. Sie kann nicht rausfallen, sie sitzt fest drin, hat ganz wenig Spiel zu den Seiten wegen der Spaltmaße, aber nach vorne und hinten liegt das genau auf dieser Moosgummischicht an und unten natürlich in der Fuge. Und wie kriege ich die Scheibe jetzt raus, wenn ich jetzt mal an den Inhalt dieses Schrankes möchte oder dieses Schrankteiles? Und zwar geht es hier mit diesem Teil, das ist einfach ein Magnet, der diesen Mechanismus öffnet. Ich halte ihn mal dran und dann kann er die Scheibe entsprechend langsam nach vorne holen und dann kann ich entsprechend das Teil rausnehmen und dann auch wieder einsetzen, nachdem ich in dem Fach drin war, und schließen, wieder den Magnet davor halten, das Ganze ein bisschen andrücken und dann ist er wieder fest drin. Ja, wie sieht das Ganze von innen aus? Wir gucken da nochmal von innen. Von innen ist einfach hier einmal an der Plexiglasscheibe ein Teil dieser Halterung festgemacht mit so einem Hebel, der per Magnet entsprechend geöffnet und geschlossen werden kann. Und oben ist so eine Kante, wo der entsprechend reingreift. Kennt ihr sicher, das ist einfach dieses Set Kindersicherung für Küchenschränke oder für Schubladen. Und das habe ich jetzt hier für diesen Zweck oder für diesen Bereich zweckentfremdet. Die Dinger werden nachher, das ist ja hier nur fürs Testobjekt, sitzt das Ding jetzt hier einmal in der Mitte an der Scheibe. Später werden die bei den großen Scheiben einer links oben in der Ecke, einer rechts oben in der Ecke. Und dann werden die seitlich die Halterung greifen. Also nachher, so wird es nachher ungefähr im Schrank aussehen. Seitlich sitzt dann so gesehen die Aufhängung, wo das reingreift, und an den einmal links, einmal rechts oben, dass die Ecken genau abgeschlossen sind. Unten haben wir ja die Fuge, unten liegt die Scheibe sowieso genau da, wo sie liegen soll, so dass wir dann da auch keine Probleme haben werden. Ja, und diese Dinger, da brauche ich nachher dann zwei von, einen links, einen rechts, um die Scheiben rauszunehmen. Und aufgrund dieser Magnetkraft brauche ich auch hier nicht noch irgendwie einen Hebel oder irgendwas zum Raushebeln. Die Scheibe kommt dann von selber nach vorne. Ich denke mal, auch bei den großen Scheiben wird das nachher auch so sein. Und das sehen wir dann ganz am Schluss, werden die Scheiben dann genau maßgeschneidert, so gesehen Maß zugesägt, genau auf Millimeter, dass ich hier mit ganz wenig Spaltmaß arbeiten kann, dann auch reinpassen. Ja, damit das nachher auch alles genau funktioniert, müssen natürlich auch alle Fächer genau rechtwinklig sein. Und da gucken wir uns jetzt nochmal kurz an, was ich gerade mache. Wir gehen mal kurz hier wieder auf die, so gesehen, auf die Baustelle außen. Da habe ich jetzt so gesehen Balken 1 und Balken 2 in Position gebracht. Man sieht es hier, das ist immer das Geile, wenn man solche Werkbänke hat, die auch Platz haben. Und wir haben natürlich hier eine ebenerdige Fläche, wo wir das genau dran ausrichten können, einen rechtwinkligen Tisch, der genau ausgerichtet ist. Da habe ich dann den ersten Balken hier einmal justiert, genau auf der Kante, hier auch genau an der Kante, und habe dann mit den Abstandshaltern, das sind diese hier, die 60er Abstandshalter, weil ja die Fächer so gesehen nachher eine 60er Breite haben, die mittleren Fächer, so wie sind die kleinsten Fächer, die haben Höhe von 51 bzw. 50, wenn man dann die Bodenplatte oder die Schrankinnenplatte abzieht, haben wir nachher ein Volumen oder ein Innenmaß von 50 mal gut 60 plus das, was dann natürlich dann noch unter den Balken hinzukommt. Ja, und dann habe ich natürlich, als ich das gemacht habe, alles genau ausgerichtet. Das ist jetzt alles genau ausgerichtet. Und dann habe ich angefangen, mir erstmal so eine Muster, die ist jetzt fest drin, ich gucke mal, die ist jetzt auch, also ist genau auf Maß, aber hier der dicke Balken, der hat ein ganz bisschen Spiel, den kann ich so rausnehmen. Also habe die genau auf eine Länge von, ich glaube, knapp 62 cm zugeschnitten. Alle natürlich gleich, einmal hier für
Balken 1 und Balken 2. Und dasselbe haben wir natürlich auch nochmal bei Balken 3 und Balken 4. Die haben alle jetzt eine 62er Breite. Also die Fuge ist ja ungefähr 1 cm links und rechts. Und abzüglich der 2 cm Fugen sind wir bei 60 cm. Ja, das habe ich natürlich jetzt auch hier gemacht. Das habe ich jetzt einmal vorbereitet. Jetzt werde ich nachher einmal das Ganze für alle so gesehen Komponenten, die dann die Schrankverbinder, wir haben ja nachher insgesamt pro Fach einen dicken Balken und drei von den kleinen, habe ich jetzt ja für die beiden kleinsten Fächer schon mal fertig gemacht. Das wird nachher alles, wenn alle Dinger soweit auch schon vorgearbeitet sind, also abgerundet, die Fuge ist reingefräst und dann wird alles zusammengeleimt. Die beiden großen Einheiten so gesehen, einmal 1 und 2 wird zusammengeleimt und 3 und 4 wird zusammengeleimt, also Balken 3 und 4, Balken 1 und 2. Und dann kann ich die beiden, die sind ja genau rechtwinklig aufeinander ausgerichtet, das passt natürlich hier auch genau, es sind hier genau 75,5 cm hier die Diagonale und dann auch in beide Richtungen, also genau im rechten Winkel, später für die Scheiben ist das natürlich ganz wichtig. Wo war ich? Und ja, richtig, dann, wenn die soweit installiert sind, die anderen Bretter werde ich auch schon mal zuschneiden, ein bisschen länger lassen. Also für das mittlere, große Fach, das 80er Fach und für die Seitenfächer, die 75er Fächer, mache ich auch schon mal alle Schnitte. Das mache ich jetzt noch eben, alle Schnitte soweit fertig. Weil dann kann ich nämlich einmal die Fräsermaschine genau auf die richtigen Abstand einstellen, dass ich überall nachher denselben Fugen Ausfräsungspunkt habe und auch dieselbe Abrundung habe. Das mache ich nachher alles in einem Durchgang für alle Komponenten, auch für die dicken Balken. Die werden auch ein bisschen noch abgerundet. Die sind zwar schon ein bisschen abgerundet, aber die kriegen dann noch ein bisschen mehr Abrundung. All das passiert dann nachher in einem Durchgang für alle Komponenten, bevor ich dann mit dem Zusammenstecken, Zusammenkleben anfange. Und ja, wenn dann die ersten beiden Einheiten 1, 2 und 3, 4 verleimt eingebaut werden, dann werden die Zwischenteile, also für das mittlere Fach und auch für die Seitenfächer genau, millimetergenau angepasst, dass die nachher genau dazwischen passen. Deswegen lasse ich sie jetzt ein bisschen länger, dass falls da mal ein bisschen Spiel drin ist, kann ich das nachher genau anpassen. Und wenn das alles passiert ist, entsteht ja so gesehen die Frontwand, dann müssen natürlich noch die ganzen Abstandshalter zur Rückwand vorbereitet werden. Die kann ich jetzt auch schon alle soweit vorsägen, dass die nachher ein bisschen länger sind und dann werden sie nachher genau auf Maß zur rückwärtigen Wand eingepasst. Ja, noch einiges zu tun, aber das geht voran. Wie gesagt, ich werde das nochmal ein bisschen weiter schneiden. Und dann hole ich euch nachher nochmal wieder zur Folge dazu. Dann sehen wir nochmal, wie es weitergeht. Okay, wir sehen uns. Bis gleich. Ja, wie man sieht, die Vitrine nimmt so langsam Gestalt an. Ich habe jetzt erstmal, das ist noch nicht geleimt, nur erstmal zusammengesteckt und so mal grob ausgerichtet. So sind jetzt der mittlere Frontbereich und das linke und rechte Feld zur Mitte schon mal soweit zurechtgeschnitten. Die beiden schmaleren, das hatten wir uns ja vorhin schon mal angesehen, die sind natürlich genau fest miteinander verbunden durch die Sicherungslatten im Hintergrund, einmal links und auch einmal rechts. Jetzt fehlen natürlich noch die Wandanschlüsse. Die werde ich jetzt nochmal genau ausrichten und zuschneiden, dass wir an der rechten und auch an der linken Seite nachher dieselben Abstände ungefähr haben. Die Wände sind so einigermaßen im Lot. Das hatten wir damals relativ gut ausgemessen. Wir können ja hier nochmal das Seitenprofil aufnehmen. Das passt schon sehr genau. Wenn man hier einmal lang guckt, wie gesagt, das ist jetzt ja noch nicht hundertprozentig ausgerechnet. Teilweise muss man noch mal ein bisschen gucken im Laser oder auch so. Auch nochmal von hinten. Und wie gesagt, jetzt befinden wir uns im Schrank. Bisschen mehr als 60er Tiefe bis zur Frontbereich, also da, wo nachher die Scheibe sitzen wird. Das sieht schon sehr gut aus. Da werde ich jetzt noch mal ein bisschen weitermachen und dann gucken wir uns gerade noch mal zum Ende noch mal ein bisschen was an. Und dann haben wir, denke ich mal, für diese Folge schon wieder so einiges gesehen und dann geht es in der nächsten Folge dabei, all diese Verbindungsstücke, wo dann auch die Scheiben nachher Verbindung bekommen, abzurunden und die entsprechende Nut hier einzubringen. 5 mm tief, Abstand zur Kante, glaube ich, Hinterkante der Nut knapp 2 cm. Und die Verbindungsstücke hier nach hinten zur Wand, das kommt auch dann in der nächsten Folge. Ja, das sieht ja schon ganz gut aus.
wir sehen uns gleich dann nochmal zum Ende dieser Folge mit den weiteren Arbeiten an dieser Showvitrine. Bis gleich. Ja, kommen wir zum Ende dieser Folge, der Folge 3 dieser kleinen Serie. Wir waren gestartet hier mit der Showvitrine in Miniaturform. Ich nehme die mal mit, weil wir jetzt nämlich hier, ich stelle sie jetzt einfach mal hier ins Regal, in die Mitte rein. Das in klein werden wir jetzt bald auch in groß haben. Ich gucke mal, ob ich alles drauf bekomme. Das ist so riesig, das Ganze hier. Ich gehe mal ganz nach hinten in die Ecke des Zimmers. Und ich bin jetzt hinten angekommen. Und jetzt haben wir fast alles drauf in der Breite. Aber da sieht man mal die Ausmaße in der Höhe. Oben, links und rechts. Das bleibt nicht so, die Schrägen. Das ist jetzt erstmal nur, weil ich da oben an der Decke nachher das genau anpassen muss mit der Deckenleiste. All das aber kommt dann später. Aber jetzt sieht man schon mal, wie es aussieht. Wir haben oben in der Mitte die 4 großen Fächer, links und rechts daneben die 4 kleinen Fächer und außen nochmal jeweils 4 große Fächer und unten dann 5 Möglichkeiten des Verstauens, beziehungsweise 3 Möglichkeiten links und rechts nachher für die Subwoofer. Ja, alles soweit genau ausgerichtet, ausgeschnitten. Jetzt wird so gesehen in die ganzen Balken oder die ganze Frontansicht wird jetzt abgerundet. Also überall hier kommt nochmal ein bisschen Abrundung rein und natürlich überall die Fugen für die späteren Plexiglasscheiben. All das sehen wir sicherlich in der nächsten Folge. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal, dem Kanal von Mr. Fless, von Mr. Fless Design. Bis dann, tschüss und auf Wiedersehen, wünscht euch euer Mr. Fless. Bye, bye.